Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Da wieder mal aus meiner Küche. Heute gibt es wieder mal was Süßes. Und zwar eine ganz gute Apfeltorte. Ich werde mir jetzt einmal den Pudding zuerst machen. Den Mürbteig habe ich heute schon vorbereitet. Weil der Mürbteig habe ich jetzt eh schon so oft vorgezeigt. Und den habe ich jetzt auch schon ausgeweckt. Aber jetzt mache ich mir zuerst den Pudding. Und für meinen Pudding habe ich da jetzt Apfelsaft. Ich habe jetzt einen halben Liter Apfelsaft. Und ich gebe einen Viertel Liter Weißwein dazu. Also es ist so ein Apfel Weintorte, mehr oder weniger. Aber natürlich kann man es auch mit reinen Apfelsaft auch machen. Ich halte mir da ein bisschen was zurück, weil ich da zwei Backerl Puddingpulver auflöse. Da ein Vanillepudding. Und mit Apfelsaft oder mit Wein muss man sich das ein wenig glatt rühren. Und dann einkochen, wie wenn man normalen Pudding macht. Das muss nämlich dann ein bisschen überkühlen. Darum mache ich mir das jetzt gleich einmal als erstes. Ich gebe nur ein bisschen Zucker rein. Weil gerade der Wein hat ein bisschen Säure. Aber das kommt immer darauf an, was hat man für einen Apfelsaft und wie süß sind die Äpfel. So kann man es auch rechnen. Oder wie süß mag man es. Ich habe mir da jetzt schon die Äpfel gerieben. Ich habe jetzt 4 Äpfel. Relativ große, der wird mit der groben Reim jetzt schon kriegen. Und ich gebe da heute nur 2 Birnen rein. Die Birnen geben dieser Apfeltorte noch so ein bisschen ganz eine besondere Fruchtnote. Man kann es natürlich mit reinen Äpfeln auch machen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt haben wir Äpfel und Birnen, jede Menge. Dann können sie auch verarbeitet. Und da ist gut, wenn man schon so schön reife, gute, saftige Birnen verwendet. So, wenn das jetzt kocht, dann koche ich mir das Puddingpulver da ein. Und das kocht man, dass das ein richtig schöner Pudding dann wird. Genau, einmal kurz aufkochen lassen. Und dann kann man ausschalten. Ich gebe jetzt die Birnen gleich rein. Die mische ich mir da gleich drunter. Also die Birnen, die habe ich relativ fein geschnitten, also so würfelig halt. Und da habe ich jetzt die Äpfel. Da rinnt der Saft schon davon. Und das ist dann ein richtig ein gutes, fruchtiges Geschmackserlebnis. Und ich gebe noch ein bisschen Zimt rein. Ungefähr so ein halbes Teelöffel, weil das einfach zu den Äpfeln gut passt. Und das lasse ich jetzt ein bisschen überkühlen. Und in der Zwischenzeit mache ich mir da meinen Mürbteig in meine Form rein. Ich habe für meinen Mürbteig 250 Gramm glattes Mehl genommen, 120 Gramm Butter, bei mir kommt immer reine Butter bei den Mürbteigen rein, ein halbes Backerl Backpulver, 8 Gramm Staubzucker, ein Backerl Vanillezucker, ein Ei und 2 bis 3 Esslöffel Milch. Einfach schön zusammengeknetet und den habe ich auch schon im Kühlschrank rosten lassen. Ich habe jetzt einmal rund ausgeweckt. Man kann den jetzt in eine Tortenform reingeben, in einer runden. Ich habe da so eine Rosettenform, sagt man da, mit so Bogerl. Und ich habe das jetzt absichtlich größer ausgeweckt, weil ich den Rand auch gleich mit ausgeweckt habe. Und dann tue ich mir da ein bisschen Mehl her. Der ist jetzt schon weich wieder, da ist warm in der Küche herinnen bei mir. Ich stelle die Form um und dann mache ich den Rand. Ziehe ich das da so hoch und biege das da gleich ein bisschen an. Dann kann man nämlich nichts von der Fülle ausrennen, wenn ich den Teig da gleich so mitmache. Wichtig ist bei der Torte, dass man es am besten am Vortag macht oder mindestens 4-5 Stunden dann nach dem Backen gut auskühlen lässt, weil dann kann man dann besser die Torte aufschneiden bzw. das Schlagobers dann drüber geben. Ich schiebe es jetzt einmal drüber auf meinen Rost oder auf mein Blech. Gibt es jetzt einmal da einer. Es ist weich und saftig. So. Und jetzt kommt die Torte bei 180 Grad ca. 50-55 Minuten ins Backrohr.
Ja, ich habe natürlich eine vorbereitet gestern und die war ganz gut jetzt im Kühlschrank über Nacht. Die ist jetzt wirklich super, da kann man schön mit der Creme jetzt weitergehen und dann kann man es auch schön aufschneiden. Ich habe mir da jetzt schon Schlagobers geschlagen, ungefähr 1,5 Becher und habe ein bisschen was auf die Seite gegeben, damit ich dann noch ein bisschen verzieren kann und gebe dann einen halben Becher Sauerrahm noch einer. Schmeckt nämlich auch ganz gut, wenn es ein bisschen leicht säuerlich ist. Den Tortenring oder die Form, die lasse ich noch oben. Tue ich mir leichter beim Verstreichen. Und dann kann man es noch belieben verzieren. Ich werde das jetzt noch ein bisschen verstreichen und richte mir noch ein bisschen was für meine Deko dann her. Und da machen wir jetzt die kurze Pause. Heimkommen ist Mamis Wiener Schnitzel und die Schottnerbombe, Österreichs Bombengeschmack, seit Kindertagen. Unser Rezept für die perfekte Küche ist kein Geheimnis, sondern der direkte Weg. Von der Planung, Produktion, Montage bis hin zum Service bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Entdecken Sie das Breitschopf Küchenzentrum mit all Ihren Sinnen. Breitschopf, der direkte Weg zu Ihrer Küche. Maximus, Café do Brasil. Alles andere ist vielleicht bloß kalter Kaffee. Maximus, exklusiv bei Maximarkt. Modeherbst in der Trachten-Wichtelstube. Die neuesten Volks- und Oktoberfest-Trends auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Hier wird die ganze Familie von Kopf bis Fuß eingekleidet. Vom Dirndl bis zum Hochzeitsoutfit. Trachtenmode liegt immer im Trend. Die Trachten-Wichtelstube in Ed bei Lambach. So, ich habe jetzt das Obersauerrahm gemischt, jetzt im Schenkelot verstrichen und jetzt möchte ich es ein bisschen verzieren und überlege gerade, was ich heute mache. Gibt da so ein wenig Gitter drauf, man kann das x-beliebig verzieren. Ich habe da ein bisschen Zimt herinnen, weil das passt ja immer gut für einen Apfelkuchen. Das passt zum Geschmack super dazu. Dann habe ich ja da noch ein bisschen Obers herinnen, das habe ich mir jetzt erst auf Zeiten da. Mache eine schöne Tupfen drauf. Dann habe ich mir da noch ein paar Apfelspeigel geschnitten. Und ein bisschen Minze habe ich noch im Garten. Das macht dann immer das i-Tüpfelchen aus. Ein bisschen was Grünes. Man, das duftet wunderbar. So, das letzte Tüpfelchen. Und dann braucht man es eigentlich nur mehr aufschneiden. Und jetzt sind wir gespannt, welches Tröpfelchen, welchen Genuss, dass er heute wieder mit hat, unser Weinsommelier. Ja, Elfriede, grüß dich. Servus. Schaut eh schon die ganze Zeit zu. Ja, schau. Wunderbar. Freue mich auf dieses wunderschöne Stück.
So, stürmische Zeiten haben wir, meine Damen und Herren, für Sie zu Hause. Sturm, genau. Das ist was Spezielles. Gell? Was ist das Besondere am Sturm? Das Besondere am Sturm ist das, dass es ein in Gärung befindlicher Traubensaft ist. Das heißt, wenn Weintrauben der Saft ausgepresst wird, reden wir vom Most in der Weinsprache, okay, und dann kann man jetzt Hefe dazugeben oder mit Worten, dass die spontanen, natürlichen Hefen zum Gären anfangen. Okay. Das heißt, beim Sturm ist es halt so, die Trauben müssen aus einer Weinbauregion kommen, okay? Und jetzt, wenn der abgefüllt wird in die Flasche, dann ja nicht mehr fest verschrauben, weil bei der Gärung entsteht etwas Alkohol und CO2, und der CO2-Druck würde das Ganze zum Zerreißen bringen. Oi. Und für Sie zu Hause, wenn Sie Ruhe haben wollen vom Sturm, dann stellen Sie ihn einfach in den Kühlschrank hinein, weil bei 6 Grad Celsius gibt es keine Gärung, dann schläft das alles wieder ein. Okay. Und wenn Sie wollen, dass er weiter vergärt, dann stellen wir ihn einfach raus. Aha. Dann geht es wieder, los. Und das Schöne am Sturm ist halt das, diese Jahreszeit hat für sowas dazu, das ist frisch, das ist, hat eine Süße und eine Fruchtigkeit. Und, aber trotzdem schon ein bisschen Alkohol. Ja, und dann, genau, ein bisschen Alkohol. Bisschen also Alkohol. Der Sturm hat mindestens 1% Alkohol und maximal 5%. Mehr darf man nicht haben. Okay. Und ja, damit ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, habe ich einen roten Sturm. Ja, passt sicher auch gut. Aus Zweigeltrauben. Mhm. Mhm. Genau. Was haben wir da? Und kirschig, gell? Genau. Kirschig und Beeren. Und die Farbe sieht man, das wird dann einmal klar, natürlich in der Zeit, wenn die Hefetrübstufe sitzt in der Flasche am Boden ab. Aber ich glaube, eine schöne Kombination. Ja, zum Wohl? Nein, Mahlzeit sagt man da. Ah, okay. Mahlzeit. Mm, fein. Süße, ja. Frische genau. Und es prickelt auch ein bisschen von CO2, gell? Genau. Ja. Jo. Soll ich den Sturm in den Sparkling tun? Sicher. Dann mal wieder eine. Okay, gut. Ich packe das wieder ein. Sie schicken bitte eine Mail an maxi.weinkeller@maximarkt.at und relativ schnell kann man das Backel gewinnen. Ja, und ich wünsche Ihnen ein recht gutes Gelingen beim Nachmachen. Schauen Sie auf unsere Homepage tv1.at, da finden Sie auch das genaue Rezept wieder. Eine schöne Zeit, alles Liebe, bleiben Sie gesund und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.